Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute machen wir Franzbrötchen. Ich habe da voll Lust drauf, fürs Wochenende noch was Leckeres zu backen. Hab mir gedacht, da muss ich euch natürlich wieder mitnehmen. Ich hoffe, ihr freut euch und bleibt dran. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ja, das Rezept habe ich in der Rezeptwelt entdeckt. Den Link setze ich euch wieder in die Infobox, genauso wie die Zutaten, die wir jetzt alle brauchen. Und zwar werden wir uns jetzt als erstes einen Hefeteig herstellen. Und für den Hefeteig brauchen wir Hefe, Milch, Zucker, Mehl, Salz, Butter, Wasser. Und falls ihr am Schluss noch wollt, könnt ihr die Franzbrötchen mit einem Ei, mit einer Ei-Milchmischung bestreichen. Deswegen brauchen wir da dann noch ein Ei. Und für die Füllung benötigen wir Zucker, Zimt und Butter. Und als allererstes, wie gesagt, stellen wir uns den Hefeteig jetzt her. Und dafür kommen 250 Gramm Milch in den Mixtopf. So, ein halber Würfel frische Hefe. Den krümel ich gleich in die Milch so ein bisschen rein. Und 70 Gramm Zucker. So, das lasse ich jetzt erst kurz erwärmen. Und zwar 3 Minuten lang. Bei 37 Grad auf Stufe 2. So, die Hefe konnte sich schön auflösen. Jetzt gebe ich 600 Gramm Mehl dazu. Fünf bis 10 Gramm Salz. Ich schaue mal, ob ein Teelöffel jetzt bei mir 5 Gramm sind, ja, sind sogar 8 Gramm, also könnt ihr ruhig so einen Teelöffel nehmen. Das ist ja immer Geschmackssache, wie viel man da dazugeben möchte. Dann kommen 30 Gramm Wasser dazu und 75 Gramm Butter in Stücken. Die habe ich mir vorher schon ein bisschen rausgeholt, damit sie nicht mehr ganz so kalt ist, weil sie bei mir direkt aus dem Kühlschrank kam. So, das waren jetzt alle Zutaten für den Hefeteig und die verknete ich jetzt schön auf der Teigstufe und zwar 5 Minuten lang, dass der Teig so richtig schön verknetet wurde. Also 5 Minuten auf der Teigstufe. Der Thermi hat jetzt richtig doll arbeiten müssen. Ich zeige euch gerade mal den fertigen Teig. Der sieht richtig toll aus. Den hole ich mir jetzt raus, gebe ihn in eine Schüssel. Und der Mixtopf ist praktisch sauber. Also da ist ganz wenig Teig. So, ich zeige euch gerade mal das bisschen. Hat jetzt noch da unten dran geklebt. So, mein Teig, den forme ich mir kurz zu einer Kugel. So, beziehungsweise ja zu so einem Teigleib. Richtige Kugel ist es nicht. So, lege ihn hier rein, mache meinen Deckel drauf und der darf jetzt an einem warmen Ort, ich stelle meinen Teig in meinen Backofen, ich habe Gärstufe, das sind 40 Grad und da lasse ich ihn eine halbe Stunde gehen und dann zeige ich ihn euch und dann können wir auch schon weitermachen. Bis gleich. Ja, meine Lieben, die 30 Minuten sind rum. Jetzt schaut mal, so schön ist der Teig aufgegangen. Den stelle ich aber noch mal ganz kurz an die Seite, mache den Deckel wieder drauf, weil wir uns jetzt erst die Zucker-Zimt-Buttermischung, die Füllung praktisch für unsere leckeren Franzbrötchen herstellen.
Und dafür habe ich schon mal 80 Gramm Butter mir abgewogen, in Stücke geschnitten und schnell in der Mikrowelle ein bisschen geschmolzen. Falls ihr keine Mikrowelle habt, könnt ihr auch die Butter einfach im Ofen, wenn ihr genauso wie ich im Backofen den Hefeteig auf der Gärstufe habt gehen lassen, könnt ihr die Butter da ein paar Minuten mit reinstellen, dass sie schmilzt. Und ich habe mir auch 100 Gramm Zucker, den sieht man jetzt nicht, der ist aber hier unten drunter, und 10 bis 15 Gramm Zimt abgewogen. Das sind ungefähr 2 bis 3 Teelöffel Zimt, glaube ich. Ihr könnt aber auch mehr oder weniger Zimt nehmen, je nach Geschmack. Und das vermische ich jetzt ganz kurz so ein bisschen. Die Zucker- und Zimtmischung rühre ich einmal durch. So, und wenn ich sie jetzt gut durchgemischt habe, dann kommt das Ganze zur geschmolzenen Butter dazu. Falls euch das jetzt hier ein bisschen zu viel Eck ist, könnt ihr das Ganze auch im Mixtopf machen. Gebt einfach die Zutaten in den Mixtopf und verrührt diese 4 Minuten bei 50 Grad auf Stufe 1. Ich habe mir den Schritt jetzt im Thermi einfach gespart, weil das ja hier auch ruckzuck gemacht ist. So, jetzt wird das Ganze hier nur noch kurz verrührt. Und dann haben wir schon die leckere Füllung für die Franzbrötchen. Freue ich mich richtig drauf. Da hatte ich heute so Lust, die zu machen. Ruckzuck fertig. Stelle ich mir jetzt auch hier einfach an die Seite. So, jetzt werden wir den Hefeteig ausrollen. Dafür habe ich mir schon meine Arbeitsfläche ein bisschen vorbereitet, habe mir meine Silikonmatte hingelegt und gebe jetzt noch etwas Mehl hier drauf, dass ich das alles ganz gut wegbekomme hier von der Arbeitsfläche. Jetzt kommt der Hefeteig raus. Und den werde ich jetzt ausrollen, ungefähr 40 auf 80. Ich schaue mal, ob ich das so schön hinbekomme. So ungefähr. Ich habe ihn richtig schön gleichmäßig ausgerollt und jetzt verteile ich meine Zucker-Zimt-Buttermischung ebenfalls gleichmäßig auf dem ausgerollten Teig. Jetzt rolle ich das Ganze von der breiten Seite her auf. Ich habe mir hier schon zwei Backbleche hingerichtet, habe sie mit Backpapier belegt und jetzt werde ich die Rolle in ungefähr 4 cm breite Streifen schneiden. So, und jetzt kommt der Trick bei dem Ganzen. Jetzt nehmt ihr euch ein Stück und ihr könnt euch einen Kochlöffel mit rundem Stiel nehmen. Ich habe jetzt keinen Kochlöffel mit rundem Stiel. Ich nehme meine ganz dicke Stricknadel aus Holz. Die benutze ich auch immer, wenn ich meinen Tiramisu-Kuchen einstechen muss, bevor der getränkt wird. Und jetzt nehmt ihr euch einfach den Kochlöffelstiel und drückt euer geschnittenes Stück in der Mitte längs einmal bis zur Arbeitsplatte runter ein, gleichmäßig.
erhaltet dadurch die typische Form für das Franzbrötchen. Ich zeige es euch gerade nochmal von nahem. So sieht das Ganze dann aus. Und das setze ich jetzt mit Abstand aufs Backblech. Also lasst zwischen den einzelnen Franzbrötchen immer ein bisschen Platz, weil ihr wisst ja, der Hefeteig, der geht ja noch ein bisschen auf. Und das mache ich jetzt mit jedem Stück. So, das sind jetzt die fertig geformten Franzbrötchen. So sehen sie aus. Die könnt ihr jetzt mit einem Eigelb und ein bisschen Milch verquirlt, also mit einer Ei-Milch-Mischung, noch einpinseln, wenn ihr wollt. Oder ihr könnt sie auch jetzt so in den Backofen schieben. Und zwar bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für circa 15 bis 20 Minuten. Den Backofen werde ich jetzt gleich anmachen. In der Zeit, bis der Backofen vorheizt, können die noch leicht gehen. Ich werde sie aber erst nach dem Backen mit noch einer Butter-Zucker-Zimt-Mischung bestreichen. So, und jetzt aber schnell den Backofen vorgeheizt. Ja, meine Lieben, und hier sind die fertigen Franzbrötchen. Sehen sie nicht wahnsinnig lecker aus? Schaut euch das mal an. Die sind super aufgegangen. Mega. Oh, wie die duften. Oh. Sie sind noch knallerheiß. Ich habe sie gerade aus dem Backofen rausgeholt, weil ich sie jetzt noch mit einer Zucker-Zimt-Butter-Mischung bestreichen möchte. Deswegen habe ich sie ja vorher nicht mit dem Ei bestrichen. Ich habe mir hier gerade so eine dickere Scheibe Butter abgeschnitten, nochmal in der Mikrowelle kurz geschmolzen, habe 2 Esslöffel Zucker und eine ordentliche Prise Zimt dazu gegeben. Wie viel Zimt ihr da reingebt, das ist ja immer Geschmackssache, also macht es einfach so, dass es für euch passt. So, habe das Ganze gut verrührt und nun streiche ich mit dieser Mischung noch meine Franzbrötchen ein. Ja, meine Lieben, und jetzt zeige ich sie euch nochmal. Ich halte sie euch nochmal unter die Nase, damit ihr so richtig Lust bekommt, sie nachzubacken. So sehen sie jetzt fix und fertig aus. Ihr könnt die Rohlinge übrigens auch super einfrieren. Natürlich schon gefüllt, also mit der Zucker-Zimt-Füllung, aufgerollt, in Franzbrötchen gedrückt, geschnitten. Auch mit Ei bepinselt, dann könnt ihr sie einfrieren, holt sie einfach eine Stunde, bevor ihr sie frisch aufbacken wollt, beziehungsweise frisch backen, ist das ja dann, raus aus dem Gefrierschrank und backt sie ganz normal bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten. Ihr könnt sie auch fertig gebacken einfrieren, ihr könnt sie dann rausholen und einfach bei 80 Grad nochmal so 15 Minuten aufbacken. Also wie gesagt, da seid ihr richtig flexibel und jetzt sagt mal selber, wie sehen sie aus? Ja, meine Lieben, das war es dann schon wieder von mir. Ich hoffe, ich habe euch richtig Lust machen können, auch die Franzbrötchen nachzubacken. Ganz viel Spaß wünsche ich euch jetzt dabei. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Rezept gefallen hat. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, wisst ihr ja alles. Und dann bis bald. Tschüss.